Pucki, lauf! Also aufpassen, Fenster-Trap, ne? Alles klar. Er geht das wieder zurück. Yeah. Ich lauf vor. Direkt. Ich lauf vor, ich lauf vor, ich lauf vor, ich lauf vor. He's coming von. Egal, egal. Ich leg mich jetzt hier mal in die Ecke. Oh, Pucki. Bing, bing, bing. Komm, heilen. Ja? Oh. Ja, ja, nicht selber heilen. Jetzt hebt er mich auf. Oh no! Oh Gott! Ja, stehen bleiben, Pucki. Bleib halt stehen, du bist nicht geheilt. Der hat den Random gerade aufgehoben. Ach so! Oh Gott. Ja, ich bin nicht wieder verplant. Alles gut. So, ich würde sagen, erstmal weg, oder? Ja, ich gebe euch. Lauft, 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 lauft. Danke fürs Aufheben. Der Random hat mir gerade den Arsch gerettet, den er über die Falle getreten ist. Sonst würde ich jetzt das zweite Mal hängen. Alter, sind die Skillchecks klein, ey. Lecko mio. Selbst die Heil-Skillchecks sind ja so klein. Ja. Oh oh. The fuck? Die sind richtig klein und es leckt gerade bei mir. Also ich hätte noch Borrow Time, also ich kann noch aus dem Keller holen. Ist nicht das Problem. Ja, der ist noch im Haus. Er ist hinter mir jetzt. Ah, ist die ganze Zeit hier im Keller unterwegs. Der Boer. Der Boer. Der Boy. Der Boy. Er geht. Ja, soll er tun. Soll er tun. Borrow Time lässt grüßen. Ja, der wird jetzt richtig tun. Okay, also ich glaube, er hat gerade alle von uns verloren. Hi. Hi. Hi, hi. Warte, ich, Baby. Ich hi. Hi. Hi, hi, hi. Oh, oh. Oh, oh. Oh, der andere fährt gleich um. Okay, der hat nur eine Falle aufgehoben, okay. Wow, und wie dich eben halt tunnelt. Der hat dich doch gar nicht gesehen. Offenbar doch. Ich renn mal zu dem anderen. Ich hab mich extra blicken lassen. Er hat mich aber offenbar wieder verloren. Ah, er hat mich. Ah, Deer Stalker hat da drin, würde ich sagen. Weil wenn er den so schnell findet. Er macht eine Falle neben ins hohe Gras. Neben. Oh. Ist leider nicht mehr viel. Wow, du kriegst nur aber viel. 35. Sorry! Ah, Mist. Er. Scheiße. Ist hinter mir her. Hm. Jo, alles klar. Falle. Ja, da mache ich dabei den Shen weiter. Er hat sich gerade bedankt. Wir kommen jetzt zum Shen. Oh nein. Jo. Ah, ich will euch kriechen. Quick, 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 quick. Stimmt, ich wollte den ja heilen, ne? Aber den kannst du ja nicht heilen. Stimmt, da war ja was. Da hab ich total verpeilt jetzt hier. Ich denk so, warum bleibt der denn nicht stehen? Wow! Wo bist du denn gelandet? Was ist das? Falle neben dem Zoograf. Zwischen den Bäumen. Okay. Ja. Komm gleich, wir machen jetzt nur noch schnell den Chen. Ja, Borrowed ist leider weg. Ja. Wo will denn der Random hin? Ich hab keins auf dem Feld. Das Schöne, hier vorne ist noch ein halber Jungle Gym. Heartbeat ist weg. Heartbeat kommt wieder. Naja, ist schon ein bisschen am Krampen. Geringfügig. Ich bin ja froh, dass wir nicht mehr im Basement sind. Ja, ist bei mir wieder. Ich meine, ich kann ja mal gucken, ob ich mich blicken lasse. Geht Richtung Tankstelle. Er kommt zu mir. Er hat mich gesehen, weil ich ihn geteabackt habe. Ah.
Dankeschön. Jo. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Oh, geht da dann, geht hinter dir her. Okay, jetzt bleibt er bei mir. Ja, sucht nicht. Nein, sucht er nicht, der ist bei mir. Ah. Er hat gerade erstmal eine Palette in die Fresse gekriegt. Von mir hat er ja vorhin noch Respekt. Soll ich abstreifen, weil du hingst ja schon. Danke. Bitte. Alter, die Skillchecks, ne? Oh, unfassbar. Die sind wirklich heftig klein, ja. Ist unglaublich. Oh mein Gott. No! Kenzi! Doch! Zumindest nicht der Keller! Scheiße, ob er auf der anderen Seite ist. Zumindest nicht der Keller, immerhin. Ja. So, erstmal Kiste. Brandon, ist ja, ich sehe es, weil ich habe ja Empathy. Ja, ich sehe es auch, ich hänge am Haken. Okay, der Red. Also, er ist bei mir in der Nähe. Wow. Ja, die Skillchecks, Alter. Die Skillchecks, wow, Alter. Ich hab sowas von Borrowed Time. Nice. Also nicht. Aber ich hab mich aber im Strang versteckt. Ich seh's. Nein! Er hat... Nein! Ernsthaft! Verdammt! Es hätte so... Scheiße. Ich habe auch noch Iron Will auf 3, ne? Ja, der hat wahrscheinlich die Blutspur gesehen. Hat der dich jetzt runtergeblendet? Nice! Nee. Oh shit, ich dachte... Ach, Pookie ist jetzt auch noch geschlagen. Er läuft jetzt in Random hinterher. Oder was? Da. Warte mal, ich mach mal ein bisschen Lärm hier. Wow. Ja, der bleibt bei mir in der Nähe. Poppy, halt dich mal hoch. Ja, ich mach kurz den Gen hier, dann komm ich. Ich hol dich jetzt. Oha. Auf gut Glück. Du hast Borrowed! Ja! Wupp, wupp! Läuft mir hinterher, so wie sich das anhört. Wir sind gerade fast durch mit dem Gen. Jetzt. Pookie, warte. Ich hab die Hedge und ich muss vorbeilaufen. Passiert. Ah, ja. Oh mein Gott, ich bin gleich so ring. Oh, oh, warte mal, Pucki. Halt dich mal fertig. Ja. Mist! Pass auf, oh, das will er nicht. Ja. Das wollte er nicht sehen. Was machst du denn? Wickel! Zeit. Mist! Okay, cool. Pech gehabt. Das ist der Mann, glaube ich, dumm gelaufen. Oh, scheiße, hier wäre eine Palette gewesen. Ja. Oh, no! Ich bin nicht ripped, nein. Ich hing erst einmal. Was sucht er denn? Er ist groß auf Wanderschaft, der Junge. Stärke. Er steht auf dem Berg. Und verstört. Der Shywire. Oh, das shit. Er tunnelt. Oder? Nee, er ist auf dem Random. Nee, er ist hinter dir her. Ich hole den Random hoch. Ich renn mal Richtung Ausgang. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Oh, ja, er kommt zu dir. Nee, hab ich nicht gesehen. So, ich weiß überhaupt nicht, ob wir schon überhaupt einen offen haben. Doch, da ist einer offen. Okay! Was denn? Lauf!
Kelsey kriegt in einem Herzinfarkt. Immer. Momentan bin ich sehr, sehr, Ich wollte den beiden noch ein bisschen Zeit verschaffen. Ja, hat man gesehen. Deswegen habe ich mich extra am Ausgangstor vorne geheilt, wo er es auch definitiv sieht. Wow, der hat mal eben 26k der Uhr. Unglaublich. No, der Random ist ja... Nein, der Random ist RIP. RIP? Der Random ist RIP. Okay. Die Hatch ist links von dir. Also, nee, hinter dir quasi jetzt. Genau. Da in der Ecke war die. An der Wand. Nee, nee, also rechts, da, nee, da, ja. Genau, da in dem Jungle Gym ist die. Genau. Links, 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 links. Genau. Jo. Ja, wunderbar. Hat ja super funktioniert. Tschüssi. LOL. Sorry, Dude. Ja, fast du, Pip, ne? LOL. Der Pokémon war eben 24k, ich glaub's ja wohl. Oh, der hat 74 Stunden, Digga. Echt, der Killer? Oder der Random? 28k, guck dir das mal an, ey, unglaublich. Ja, und Deerstalk auf 3, wie ich mir dachte. Ja, ja, Deerstalk verstört. Was hatte der noch 4 schon zur mögende Präsenz? Ja gut, also ich muss ja auch sagen, als Killer nehme ich ja auch mittlerweile böse Perks mit, ne? Also so ist ja nicht. Ja gut, ich kann nur die Perks hernehmen, die wo ich auf 3 habe und da wo ich weiß, mit denen kann ich spielen. Ich habe letztes Mal mit Whisperer gespielt. Oh Gott, hör mir bloß auf, das geht ja mal gar nicht. Ich find's geil gemacht, wie die das umgesetzt haben von der Art und Weise, dass du dann dieses Flüstern die ganze Zeit hast. Finde ich nice gemacht. Aber mit dem komme ich nicht klar. Also ich auch nicht. Ich hatte das einmal drin. Ich war alle 4 Survivors sind entkommen, weil ich habe mich nicht mehr aufs Wesentliche konzentrieren können. Weißt du, wie ich meine? Mm. Also wirklich auf die Verletzten, wo ich Steps höre und das Ganze. Ja. Weil ich bin eher so die Hörerin statt die wo die Blutspuren hinterher läuft und so. Ich höre eben halt ziemlich gerne. Mm. Anstatt ich eben halt mehr beobachte, darum verliere ich die auch so schnell. Ja, gut, mein Gott. Aber das Whisperer, das bringt mich ganz, also das macht mich ganz gaga. Das habe ich dann sofort wieder rausgenommen, weil ich wollte einfach mit dem spielen, weil ich will ja auch die Perks irgendwie kennenlernen, was haben die für Vor- und Nachteile. Für mich hat es nur Nachteile gehabt in dieser Runde. Alle 4 sind gekommen. Ich hatte, glaube ich, einen Blackpip gemacht. Okay. Eine ganz schlechte Runde für mich. Sehr schlecht. Ja, guck dir meinen Stream von gestern an, dann weißt du Bescheid. Da habe ich mit Meyers gespielt, da habe ich richtig abgelost, aber vom Feinsten. Oha. Da bin ich einmal mit dem D-Pep und einmal mit dem Black-Pep gerade mal rausgegangen. Oha, ja, das ist. Also 5000 Punkte waren, glaube ich, das höchste von den beiden Runden. Wow. Ja. Ja, also ich hatte 2 Runden Gen Rush. Aber ja, frag nie ja Sonnenschein, du. Das war. Da hatte ich letztes Mal auch eine Runde, also alle 4 Survivor, weil ich bin ja Rang 17 mit dem Killer, alle 4 Survivor hatten unter 70 Stunden und haben die Gems gerusht, brutal vom Feinsten, ey. Eine hatte Insta-Gem dabei, da ist das Spiel dann sowieso schon vorbei, dann 3 hatten, die waren nicht miteinander befreundet, muss man sagen, 3 hatten Anführer drin. Wow. Und das ging nur noch zack, zack, zack. Ja, die können aber auch nicht wirklich viele Punkte gemacht haben im Prinzip. Nee, aber trotzdem mehr als ich. Die haben trotzdem, meine ganzen Fallen haben die sabotiert. Einer hat die Hooks noch gemacht. Wow. Die ganze Zeit und ich habe vielleicht 3-mal jemanden schlagen können. Das Einzige, was ich super fand, die haben mir alle Paletten umgeschmissen, dass ich wenigstens noch Paletten zerstören konnte. Aber das bringt ja auch nicht viel Punkte. Oh, Sonderlein! Hallöchen, meine Liebe! Wie geht's dir? Alles gut? Willkommen! Ah, ich müsste auch mal langsam meinen Streamtitel mal ändern. DBD-Turnier ist ja rum. Ja. Spätz hat ja, glaube ich, auch mitgemacht, ne? Ja, ja, gut. Spätz war die Huntress. Ah, wer hat denn noch so alles mitgemacht? Snee auch? Nee, Kai hat diesmal nicht mitgemacht. Weder als Survivor noch als Killer.